Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Maybelline Mini-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 19,95 € habe ich den tatsächlich bei Amazon gekauft, denn da wurde er mir zugeschickt. Also ihr schickt mir immer die neuesten Adventskalender, die es so auf dem Markt gibt, über Instagram. Also vielen, vielen Dank. Und da habe ich ihn mir bestellt. Genau. Und ja, ich möchte da mit euch zusammen reinschauen. Letztes Jahr gab es ja auch diesen Adventskalender oder diesen Adventskranz, ne? Erwin bekommt jetzt übrigens nur den Schuber, weil, kann ich auch heute nach vorne stellen, weil wir haben hier nur die Adventssonntage und Weihnachten drin und das kann ich ja eben noch so festhalten. Genau, und letztes Jahr, wie gesagt, hat es mir gut gefallen und dann habe ich mir gedacht, komm, dieses Jahr für 19,95 € kann man sich den angucken. Ich glaube, der ist 5 € teurer als letztes Jahr, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir schauen ja immer zusammen mal in die Adventskalender rein, ob die sich lohnen und so weiter. Es wird ja auch noch den großen Adventskalender von Maybelline geben, habe ich auch schon bestellt. Der ist aber natürlich bedeutend teurer. Und ja, ich sag einfach mal, wenn die Monedas dieses Jahr nicht ganz so locker sitzen, wie man das gerne hätte, ist das hier eine absolut wundervolle Alternative, wenn der Inhalt stimmt. Das müssen wir aber erstmal gucken. Sollte ich meine Finger komisch bewegen, könnte es gegebenenfalls daran liegen, dass mich gerade hier eine Wespe gestochen hat an den rechten Ringfinger. Ich habe meine Mütze gegriffen und da saß offensichtlich eine Wespe drauf, die mich gestochen hat. Schön. Ja, bin dann ein bisschen schreiend durchs Haus gerannt und mein Freund musste mir den Stachel entfernen, musste googeln, was hier zu tun ist. Also sollte ich irgendwie einen anaphylaktischen Schock kriegen, seid ihr auf jeden Fall live mit dabei, denn the show must go on. Ich habe mir überlegt, ich möchte heute noch ein paar Adventskalender auspacken. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Tut auf jeden Fall höllisch weh, ne? Okay, ich starte einfach mal mit dem ersten Advent. Ja, wir haben, also optisch schön, ne? Skyline von Manhattan müsste das ja sein. Und, oder New York? Manhattan? Maybelline, New York. Ja, ist das dann Manhattan? Würde ich jetzt sagen, oder? Wunderschön. Ich mag auch dieses rosa Gedönsen, ne? Rosa-lila. Und hier sind halt auch Sternchen drauf. Also es ist schon weihnachtlich gestaltet, ne? Und dann gucken wir uns mal die Nummer 1 an, was man hier so drin findet. Und da habe ich eine Packung drin, eine Holzpackung. Und da drin habe ich einen Tattoo-Liner. Oha, oha. Okay, 36 Stunden soll der halten. Ich schmink mich ja jeden Abend ab. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Dark Henna Brown, die Nummer 720. Das ist eine Full Size. Sowas finde ich immer ziemlich nett. Ne? Also wenn wir halt keine Probiergrößen drin haben. Wobei Drogerie-Kosmetikmarken haben das recht selten, ne? Dass man da halt Probiergrößen drin hat. Okay, da muss ich gucken, ob ich damit klarkomme. Denn das ist halt wirklich so ein Flüssig-Eyeliner zum Dippen. Und Dip-Eyeliner und ich sind eigentlich nicht die allerbesten Freunde. Wohingegen ich aber sagen muss, ja, das Bürstchen gefällt mir eigentlich nicht. Wohingegen ich eigentlich sagen muss, dass brauner Eyeliner voll mein Ding in letzter Zeit ist, ne? Ich tue es mal zur Seite und denke nochmal ganz intensiv drüber nach, ob ich den jetzt verwenden möchte oder nicht. Denn dann geht es auch schon weiter zum zweiten Advent. Genau, also du machst es halt immer so an den Adventssonntagen auf, ne? Und das haben wir hier. Also es bewegt sich ungefähr nichts hier drin. Hört sich auch sehr ratterlos an. Ja, schön finde ich übrigens, dass wir halt dieses Butterbrotpapier hier drin haben. Nein. Wow. Das nenne ich mal krass, ne? Anstatt, dass die halt drei unterschiedliche Adventskalender rausbringen, wo du dir halt die Farbe aussuchen könntest, denken die sich, nö, wir machen einfach mal in die Adventskalender dreimal einen Augenbrauenstift in der Full Size rein. Das ist krass, Leute. Das ist wirklich krass. Welche Farben sind das denn? Medium Brown habe ich hier, Black Brown und Dark Blonde. Das Ding ist, dass ich von diesen Augenbrauenstiften tatsächlich schon, also Dark Blonde wäre natürlich meiner, ne? Schon öfters welche ausprobiert habe, gerade letztens noch in meinem Fullface Maybelline und sagen muss, dass die Augenbrauenstifte von Maybelline leider nicht ganz meine Welt sind. Hier drehe ich, oder? Nee, kann ich auch aufmachen. Ach, das war dieser hier. Da hast du hier nämlich so ein Schwämmchen-Ding, dass du halt großflächiger arbeiten kannst und auf der anderen Seite, ja genau, und unten im Deckel hast du die Farbe drin. Und unten, hier hast du halt dieses Hochdrehbare. Genau.
Ich weiß nicht mehr, was der Grund war, weswegen ich den nicht so gut fand. Muss ich nochmal nachgucken. Habe ich dann auch in meinem Aussortiert-Video erzählt. Aber ich meine, dass das hier auch einer von denen war, der mir nicht so gut gefallen hat. Oh, wow, mein Finger schwillt gerade hart an. Hui! Hui, ich sag's euch, Leute, Hilfe. Dann geht's jetzt weiter zum dritten Advent. Den haben wir hier und der ist sehr leicht. Ja, was könnte da wohl drin sein? Dass sie da einfach drei Augenbrauenstifte reinpacken, finde ich ehrlich gesagt wirklich krass. Hier haben wir auch wieder ein Produkt drin. Und zwar habe ich hier den Tattoo Liner. Okay, das ist ein Kajal. Der wird definitiv weiter wandern. Ja, in der Farbe Deep Onyx. Genau, 900. Den müsste ich auch schon mal gehabt haben. Es ist einfach so ein Gel-Eyeliner. Ne? Also, dass man quasi ja hier einfach sich... Das ist natürlich so schön mit dem Stern. Was soll ich euch sagen, Leute, ne? Es ist hübsch. Es ist wirklich hübsch. Dass man sich halt so damals habe ich das halt gemacht. Ich habe mir die Wasserlinie halt schwarz gemacht und das war's. Vielleicht ein bisschen schwarzen Lidschatten drauf, Mascara, bums, fertig aus. Das war halt so mein Go-To-Look. Das war noch zu meiner Punk-Zeit, ne? Aber, ja, die Zeiten sind vorbei. Ich bin mittlerweile etwas bunter unterwegs und lieb's einfach. Und, ja, aber schön, dass es im Adventskalender drin ist, denn ich sag mal, in klassischen Adventskalendern hast du auch eigentlich immer so einen klassisch schwarzen Kajal mit dabei. Ne? Ist halt so ein typisches Produkt. Dann gehe ich jetzt weiter zu dem vierten Advent. Das dürfte dann ja der Adventssonntag vor Heiligabend sein. Und dann gucken wir mal in das Kläppchen rein. Ich muss reimen zur Weihnachtszeit, weil ich es einfach, ich finde, das gehört dazu. Ich liebe es, in Reimen zu sprechen. Ich habe mal versucht, ein Reime-Video zu machen. Das ist sehr schwer. Das kann ich halt nicht so, wenn ich muss, dann kann ich es nicht. Aber wenn ich nicht muss, dann kann ich es voll gut. Und ja, hier habe ich eine Pinzette drin von Tweezerman. Sehr witzig, denn mit einer Pinzette von Tweezerman hat eben mein Freund den Stachel daraus gezogen. Heißt, ich habe schon so eine, nur halt in etwas größer. Ich glaube, die war letztes Jahr im Adventskalender drin. Und oh mein Gott. Bitte nicht abfallen, ne? Hm. Au. Genau. Ja, ich finde die schön, aber wie gesagt, ich habe halt eine. Theoretisch kann man nie genug Pinzetten haben. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was eine Pinzette von Tweezerman in einem Maybelline Adventskalender zu suchen hat. Denn meiner Meinung nach gehört die da nicht rein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Für mich ist das hier ein Füllprodukt. Auch wenn das ziemlich teuer ist. Aber nur meine Meinung. Ne? Jeder hat da so seine eigene. Aber gerade weil wir ja nur die 5 Boxen hier haben, gehört da für mich keine Pinzette von Tweezerman rein. Egal. Weihnachten, Christmas Eve. Ich freue mich dieses Jahr auf Weihnachten natürlich umso mehr, weil wir ja nicht mehr nur zu zweit sind, beziehungsweise mit Sammy zu dritt, sondern weil der kleine Babyboy in meinem Bauch hier unterwegs ist und uns Gesellschaft leisten wird. Dementsprechend ist es ein ganz besonderes Weihnachten für uns, weil ich das erste Mal als Mutter erleben darf. Und da freue ich mich echt drauf, ne? Und ja. Also ich hätte hier definitiv eine Mascara drin erwartet. Aber ganz ehrlich, ich hätte die Sky High hier drin erwartet und nicht die Snapscara. Das ist interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die habe. Die hat auf jeden Fall so ein gebogenes Bürstchen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war die auch richtig gut. Die mochte ich wirklich gerne. Und ja, die hat ein gebogenes Faserbürstchen, was eigentlich ja auch so tannenbaumförmig ist, also wie so ein Tannenbaum, der vom Wind angeweht wird, ne? Und ich finde die gut, die stinkt ein bisschen. Das sind aber, ne, typisch Mascara halt, aber das finde ich cool, die Snapscara. Das freut mich, weil das ist einfach unerwartet und das ist gut. Hm. Was ich witzig finde, also die hätten diesen Tweezerman rauslassen sollen und dafür einen klassisch roten Lippenstift reinpacken sollen, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Aber da bin ich jetzt ja schon beim Fazit. Und das machen wir jetzt einfach mal zusammen auf das Fazit, oder? Ja, so, fazitieren wir dieses Moped. Ich finde es von der Idee her wirklich schön. Ich finde es krass, dass die hier einfach mal 3 Farben an Augenbrauenprodukten reingepackt haben. Einfach damit sie es allen recht machen halt, ne? Dass es halt, ja, irgendwie nett ist. Wie gesagt, die Pinzette gehört nicht da rein. Ganz einfach, meiner Meinung nach. Mascara finde ich cool. Eyeliner finde ich cool.
Aber wir haben halt dann sowohl den Kajal als auch den Eyeliner. Auch das darf man nicht vergessen. Also ich persönlich finde es gut, dass wir hier kein generelles Maybelline-Spam-Produkte, Filmmaterial-Gedönsen hier drin haben. Aber dann halt diese Pinzette, total randommäßig von Tweezerman. Also ja, durchwachsen. Ich finde es gut mit der Snapscara und so. Also das sind die Produkte, die ich halt auch so behalten werde, ne? Die Snapscara und den Tattoo-Liner, so zum Ausprobieren. Da weiß ich jetzt nicht, ob sich das unbedingt für mich gelohnt hat. Würde ich sagen, nicht, ne? Aber hey, guck fleißig meine Videos, dann lohnt sich das für mich definitiv. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir und dem Maybelline Adventssonntage Mini Adventskalender. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!